Wenn euer Drucker plötzlich nicht mehr druckt und die Warnung da anzeigt, dann lügt er möglicherweise. Dann ist nämlich nicht zwingend die Patronen oder die Tonerkassette leer, sondern der Drucker ist so programmiert, dass er euch die Meldung zeigt. Und was macht der vertrauensvolle Druckerbesitzer in diesem Moment? Genau, er geht eine neue, teure Patrone kaufen. Der Philipp Odermatt über Hersteller, die euch ausnehmen wollen und Geräte, die nicht gegen die Wahrheit sagen. Hier geschieht etwas Unmögliches. André Weiermann könnte eigentlich dieses Papier gar nicht ausdrucken, denn sein Drucker meldete kein Toner mehr. Das Geschäftsmodell, das ist klar. Das finde ich wirklich eine Schweinerei. Weil ich habe noch Toner, der druckt noch lange. Und er sagt einfach, gang in den Laden, gang einen neuen Toner kaufen. Sein Brother Laserdrucker für rund 1000 Franken schaltet eines Tages plötzlich ab. Drucken ist nicht mehr möglich. Alle 4 Tonerkassetten seien leer. Es kann einfach unmöglich sein, dass alle gleichzeitig leer sind. Da drückst du nicht ein Foto, das immer genau die gleich viel Farbe drin hat. Es ist nicht möglich. André Weiermann vermutet, die Tonerkassetten sind noch lange nicht leer. Er schreibt der Hotline von Brother. Der Informatiker will wissen, wie man den Drucker wieder zum Laufen bringt. Brother antwortet umgehend. Bei diesem Gerät sei dies leider nicht möglich. Der Informatiker lässt sich dies nicht gefallen. Er fühlt sich von Brother bevormundet. Im Internet macht er sich schlau. Von wegen nicht möglich. Ein kleiner Handgriff, ein paar Tasten drücken und schon läuft der Drucker einwandfrei. Das ist eine Schweinerei. Das Gerät hat mich angeschaut, Brother hat mich angeschaut. Und so habe ich etwa 500 Steine gespart und kann noch x-tausend Seiten weiter drucken. Ähnliches erlebte Alain Fuchs. Auch sein HP-Drucker verweigerte plötzlich seinen Dienst wegen leerer Tonerkassette. Der Informatiker zeigt Kassensturz die fiese Masche. Bei seinem Drucker zählt ein kleiner Chip auf der Kassette die Seiten und stellt ab, unabhängig vom Tonerstand. Auf gut Glück habe ich den Chip dann getauscht mit dem gleichen Tonermodell von einem anderen Drucker. Aufgrund mit dem konnte ich dann können drucken. Knapp 900 Seiten am Schluss. 900 Seiten, doch laut HP war die Tonerkassette leer. HP rechtfertigt die Druckersperre mit dem Chip. Die Tonermenge allein sei nicht ausschlaggebend. Die Tonerkassetten bestünden aus mehreren Komponenten. Hat auch nur eine dieser Komponenten ihr Lebensende erreicht, meldet dies der Drucker und signalisiert damit, dass HP ab jetzt nicht mehr gewährleisten kann, dass künftige Ausdrucke den sonst üblichen hohen Qualitätsstandards genügen. Fakt bleibt, auch wenn der Drucker seinen Dienst verweigert, Toner hat's noch genug. Das Geschäft mit dem Nachfüllmaterial ist lukrativ. Dies gilt auch für Tintenpatronen. Freddy Gass ist Inhaber eines Tintennachfülllabors in Basel. Diese Tintenpatrone vom Druckerhersteller Epson soll angeblich leer sein. Für Kassensturz untersucht Freddy Gass, wie viel Tinte tatsächlich noch drin ist. Da staunt selbst der Experte. Aus dieser angeblich leeren Patrone haben wir noch 4 ml absaugen. Das entspricht rund einem Drittel der Originalfüllmenge. Und überrascht es euch das, dass man noch so viel drin hat? Eigentlich schon, weil so viel braucht das System nicht, um sich zu erhalten. Ganz leer darf es nicht laufen, sonst kann man die Drucker schlecht wieder aufstarten. Aber ein Drittel zu einer Füllmenge von 13 ml ist doch relativ viel. Seit über 20 Jahren füllt seine Firma leere Original-Tintenpatronen auf. Zuerst wird die restliche Farbe aus der Patrone ausgespült. In den Patronen befinden sich Schwämme. Wieder auffüllen, das schont nicht bloß die Umwelt. Es ist auch wesentlich günstiger als der Kauf von Originalpatronen. Das Ganze geschieht unter Vakuum. Unter Vakuumbefüllung, wie wir jetzt das hier machen, können wir die ganze Kapazität des Schwamms ausnutzen, sodass eben die Füllmenge grösser ist als beim Original.
Und wie viel mehr kann man reinfüllen? Das ist unterschiedlich je nach Patronentypen. Das kann zwischen 20-50% sein. Fredigas kennt die Tricks der Hersteller. Er zeigt Kassensturz einige Beispiele. Diese Tintenpatrone von Epson. Das Labyrinth und die doppelte Wand im Innern haben ein einziges Ziel: das Nachfüllen verunmöglichen. Die Methoden der Hersteller werden immer hinterlistiger. Diese Tintenpatrone von HP enthält ein Verfalldatum. Nach Ablauf ist sie unbrauchbar, egal wie viel Tinte noch drin ist. Ein weiterer Trick: schon beim Kauf halb leer. Das Beispiel: diese Tintenpatrone wurde bei einem neuen Drucker mitgeliefert. Eine sogenannte Starterpatrone. Predigas demonstriert, die Patrone wurde bewusst nicht ganz gefüllt. Bei dieser Patrone haben wir einen grösseren Füllinhalt, nämlich in dieser Kammer und im Schwamm hat es Tinte drin. Die Tinte kommt hier vorne raus. Und bei dieser Starterkartusche hat es hier hinten keine Tinte drin, nur im Schwamm hat es Tinte. Das heisst, wir haben in dieser Starterpatrone höchstens die Hälfte bzw. ein Drittel der Tinte, was in der nachgekauften drinnen ist. Nicht bloß Tonerkassetten und Tintenpatronen haben vom Hersteller eine festgelegte Lebensdauer. Das gilt auch für die Druckergeräte wie das von Marcel Haas. Eines Tages erscheint diese Meldung auf dem Display: Wartung erforderlich. Die Lebensdauer einiger Druckerteile ist abgelaufen. Marcel Haas fragt bei Epson nach. Es gäbe leider keine Ersatzteile, aber man biete ihm ein günstiges Nachfolgemodell an. Also in meinen Augen geht es um Verkaufszahlen und ums Geld und nicht ums Produkt selber, dass das lange hält. Epson widerspricht. Man könne den Service der Wartung nur eine bestimmte Zeit anbieten. Nach Ablauf dieser Frist, deren Länge vom Druckertyp abhängt, kann eine Reparatur nicht mehr in jedem Fall gewährleistet werden. Doch der Epson-Drucker von Marcel Haas braucht gar keine Reparatur. Er ist nur zu alt für Epson. Ja, die Software vom Internet runtergeladen. Installiert, können den Drucker resetten und seitdem läuft der perfekt und einwandfrei. Und ja, ist jeder, der das nicht weiss, rührt seinen Drucker weg, obwohl er eigentlich noch funktionieren würde. Denn der Drucker druckt und druckt einwandfrei. Man ist also nicht ganz so hilflos ausgeliefert diesen Tricks, aber wir haben es gesehen, es ist technisch anspruchsvoll. Man muss ein bisschen draus kommen oder man sollte zumindest jemanden kennen, der ein bisschen draus kommt. Wie man den teuren Markenpatronen ausweichen kann, was es für andere Ersatzprodukte gibt und wie das Auffüllen von alten Patronen funktioniert, das gibt es morgen im Espresso. Und noch etwas möchte ich sagen, von den Herstellern hat zu dieser Geschichte keiner herstehen wollen.